Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. So. Bam. Scheiße. Oh. Au, 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 au. Au, au. So, komm besser. Ja, da. So, Step by Step bekommen wir hier. Paar Schätze. Mal gucken, wofür wir die Emirs Tränensteine brauchen später. Abwehrmaßnahme. Da müssen wir jetzt einmal den Raben durch. Zeig es mir. Ja, irgendwo da. Okay, dahin. So, kein Problem. Aber wir wollen zuerst einmal hier gucken. Das heißt, wir müssen definitiv. Da entlang. Boah. Würde aber auch fehlen, ne? So, da müssen wir mal hoch. Nee, 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 nee. Ja, 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 da ist richtig. So, wunderbar. Baumeister! Du kommst gerade recht. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie er hier helfen will oder kann. Wir haben den idealen Ort gefunden. Hast du das Wasser? Selbstverständlich. Wie versprochen. Wunderbar. Vermengt mit meiner Farbe wird es die Schutzrune, die ich hier anbringe, mit Magie erfüllen. Keine Rune schützt dich vor meinem Zorn, wenn du ein böses Spiel mit uns treibst. Die perfekte Mischung. Warte, was tust du da? Er trinkt es. Das ich aber nicht... binde meinen Geist mit Hugamagie an diese Verzauberungen. Dadurch werden sie stärker. Hugamagie? Okay. Hast du die bei den Jötner gelernt? Ja, sie benutzen auch Hugamagie. Doch dies ist meine eigene Technik. Und nun ist es fast vollbracht. Könntest du mir helfen und mir ein paar Töpfe Farbe bringen? So viele du kannst. Könnte auch eine Hinhaltetaktik sein. Aber was ich noch sehe... Da hängt auch was, was wir bestimmt runterschießen können. Irgendwas passiert doch gleich. Ich hab's irgendwie so im Gefühl. Sei vorsichtig, der Topf ist zerbrechlich. Och, echt? Denk daran, nur hinstellen, nicht zerbrechen. Einfach annehmen, Sir Feind. Na komm, Leute. Zack. Pass bitte auf. Die Farbe können wir ersetzen, aber die Vorbereitungszeit wäre verloren. So. Muss ich die da hinstellen? Das ist sehr gut. Genau der richtige Ort. Oh, was jetzt, Baumeister? Vielleicht solltest du aus dem Weg gehen, zum Beispiel auf diesen Felsen da. Von dort siehst du auch viel besser. Muss ich die anderen da jetzt auch hinstellen? Ja, sollte reichen. Und da soll ich hin? Warum muss ich da hochklettern? Okay. Hier, reicht das? Das wird es. Warte, warte. Ich weiß nicht, irgendwie... Ist er nicht wunderschön? Deine Runen haben diesen Schild geschaffen? Allerdings. Und wenn alles gut geht, wird er deine Verbündeten schützen und deine Feinde rösten. Zeig es mir. Mit Vergnügen. Locke einige Eindringlinge aus dem Wald und in den Schild hinein. Natürlich lebendig. Sie müssen leben. Und mir tut er nichts, wenn ich hindurchschreite? Ich gebe dir mein Wort, Harvey. Okay, öffne die Karte mit M, um dein Ziel zu finden. Ja, funktioniert ja wunderbar. Weil ich mein Ziel jetzt ja auch hier wunderbar sehen kann. Hm.
Führe Eindringlinge Jüdners nordwestlich der Lichtung auf dem Wachgang. Nordwestlich? Dann müssen wir da entlang. Los, Sehnen. Da vorne. Okay. Nehmen wir mal mit. Moin. Hierher, ihr stinkendes Pack. Ihr schleicht herum wie Feiglinge. Bin ich so furchterregend, dass ihr euch wie Mäuse auf dem Acker verkriecht? Gut. Komm. Out. Gut. Gut, komm. Gut, ja, gut. Lock sie mal heran. Oh. Ja, es klappt. Sieh mal an, wie die Motten im Licht. Kommt, ihr vaterlosen Hunde. Ich bin einer, oh, ihr seid krass. Viele. Was habt ihr zu verlieren? Diese Narren, sie laufen in ihr Verderben. Na, was passiert denn hier? Sind das zu viele? Dein Schild versagt, Baumeister! Sie kommen durch! Ich verstehe das. Sie sollten tot sein! Bam! Ob die Jötner auch Eier haben? Dein Schild hat versagt. Nein, ganz und gar nicht. Ich muss ihn nur ein wenig anpassen. Baumeister, dein Schild lockt ein Heer herbei, doch er ist so schwach wie dein Wort. Oh, wo kommst du denn auf einmal her? Das ist nicht, was du versprochen hast. Heb dir das für später auf. Sie kommen. Ja, du, das merke ich. Wenn ich dich bloß Loki überlassen hätte. Bring das in Ordnung! Sofort! Ich male so schnell ich kann. Jetzt weg mit euch. Saure Früchte. Nicht so süß, wie du versprochen hast. Aufgeladener Schuss. Ah, okay. Der Held, der Schild hat Wunder gewirkt. Naja. Mehr schlecht als recht. Beeindruckend, aber unbeständig. Sei unbesorgt. Das Problem ist behoben. Ich habe die richtige Lösung zusammengemischt. Mit genügend Materialien und dem richtigen Anreiz gelobe ich, einen so hohen Turm zu bauen, dass er ganz Asgard beschützt. Das Material finden wir, kein Problem. Doch welchen Anreiz hast du im Sinn? Nur eine Kleinigkeit, nichts Besonderes. Ich wünsche mir nur Freya als Gemahlin und Königin. Klär das mit ihr. Dass du hier bist, ist kein Zufall, oder? Du hattest es schon lange auf Freya abgesehen. Hätte ich meinen Wunsch gleich zu Anfang geäußert, hättet ihr mich durch das Portal zurückgeworfen. Doch mein Angebot ist ehrlich und meine Magie ist wahr. Für eine Frau und Königin gebe ich dir etwas, um die Deinen zu schützen. Es steht mir nicht zu, Freya wie einen Heuballen zu verhökern. Ich werde sie nach ihrer Meinung fragen. Tu, was du tun musst. Doch mein Preis steht fest. Ohne Freya keinen Schild. Ich begehre sonst nichts. Und du hast hier keine anderen Freunde. Also gib schön Acht.
kluger Schachzug. Level up! Also hier in Asgard bekommt man echt gute Erfahrungspunkte. So, aufgeladener Schuss. Mal eben kurz gucken. Das nicht hier? Nee, das war das. Wo finden wir? Ach, der. Ah, und da... Ah, okay, verstehe. Bin aber nicht so der Bogenschütz-Typ unter Kontrolle. Kann ja aber mal hier so hingehen, oder? Was haben wir denn hier? Fähigkeitsschaden, kritische Fernkampfchance? Ah, hier der Widerstand gefällt mir auf jeden Fall. Ja, komm, nehmen wir den. Und hier. So. Familienzuwachs. Den machen wir doch mal glatt, Kerl. Ich bin mal gespannt, was Freya am Ende dazu sagen wird. Auch da haben wir auch wieder ein paar neue Freunde. Ein Tritt in die Eier, eins ins Gesicht, tot und fertig ist das Mondgesicht. Next one. So, hier vorne haben wir ein Weltereignis. Dein, der Leblose. Wieso finde ich diesen edlen Hirsch so fernab des Baums Yggdrasil? Ach, danke. Der Anblick dieses majestätischen Tiers verleiht meinem Herzen Flügel. Ich folge ihm gleichen Mutes. Jetzt sehen wir ihn auch endlich. Na, wo willst du hin? Noch ein Da ist du näher, der Feuergänger. Hast du dich an Yggdrasils grünen Trieben gesättigt? Lerne ich jetzt die ganze Hirschfamilie kennen, oder was? Oh Gott, wohin führt ihr mich? Und da ist noch einer. Welche Saga besitzt du? Und auch Durator. Ah. Hat ein Unglück den Lebensbaum getroffen? Oder ist dies nur eine Versammlung der heiligen Herde? Und wo ist Donner? Wo ist Blitzen? Vielleicht treffen sich ja alle Hörfe aller Sagen hier zusammen. Oh. Ach, Köcher sind. Okay. Noch einer. Rudolf! Warum kommt er denn jetzt? Wahrlich erhob sich aus seinem Schlummer. Oh, eiskalt. Ist dieser Freigang ein Ausdruck von Freude oder Furcht? Warum sind die Wölfe denn jetzt gerade eiskalt so gestorben? Erinnert mich gerade ein bisschen so an die Reise nach Jerusalem, ne? Keiner kennt das Ziel. Es werden immer mehr. Oder die treffen sich mit dem Jägermeister. Vielleicht erstmal eine fette Hirschparty. Und schließlich Eggtyrnir, dessen Geweih die Flüsse Seed und Wied entspringen.
Das war also der Grund ihres Ausflugs. Eine Gabe an ihren Hüter. Okay. Danke, liebe Hirsche. Ich werde dieses Geschenk ehren und euer standhafter Beschützer bleiben. Okay. Edle Herzen. Ich würde mal sagen, wir klettern hier mal eben hoch. Damit wir hier die Aussichtsplattform haben. Und damit auch einen Portpunkt. Wenn wir jetzt eh hier schon so nah sind, ne, dann können wir das, glaube ich, auch mal eben ganz schnell machen. Bestimmt müssen wir irgendwie hier wieder hin und dann können wir direkt hierhin teleportieren. Das Zeichen sieht ja komisch aus. Was ist das? Dein Haufen? Oh Gott, komm. Kletter, spring, flieg, was auch immer. Aber sieh zu. Also Odin scheint kein guter Kletterer zu sein. Ein bisschen. Warte mal. 155 Meter entfernt? Ich glaube, das mache ich hier gerade vollkommen umsonst. Ich muss hier nämlich gar nicht lang. Ich muss weiter dahin. Nein! Oh, das war okay. Hätte auch werden können. Hey, André! Warte mal. Wie weit ist das jetzt? Ganz oben. Gott. Kann ich einfach so rüberjumpen oder? Doch, ne? Doch. So, und jetzt hoch da. Das ist ein kleiner Kletteraffel. Oh, dein Ernst? So. Genau. Warum kannst du nicht von Anfang an zu schnell klettern? Yeah. So gehört sich das. Einer Ruga. Okay. Oh, endlich da haben wir so ein scheiß Ding. Halleluja. Mein Land. Alles, was das Auge erreicht. So, dann müssen wir zurück zu den Göttern. Es wäre schon interessant, was da ist, aber ich glaube, wenn ich da jetzt so hinjumpe, ne, werde ich, glaube ich, eiskalt sterben. Ja, mal gucken, wir können ja mal gucken. Ich glaube, runter ist schneller als hoch. Ich dachte, der springt wieder über die Kante hinweg. In den Tod. So. So, das geht ja noch.
gucken, was das hier für ein komisches... Ach, so komme ich da nicht hoch. Okay. Nehmen wir halt die Seite. Was ist das hier? Die Arbeit ist getan und es ist noch hell. Wir haben uns etwas zu trinken verdient, denke ich. Was sagt ihr, Brüder? Olan, wir ertränken unser Werk in Lob. Eine neue Welt, aus altem Fleisch gefertigt. Erinnert ihr euch, wie groß der alte Ymir war, als wir die Arbeit begannen? Sein Leichnam, so groß wie der Tag lang ist, überspannte er den Abgrund Gin-Ungagap. Ja, oh ja. Sein weiches Fleisch, aus dem wir die fruchtbaren Böden schufen. Und sein Blut wurden Weltenmeere und die Seen. Ich erinnere mich gut. Für Hügel und Berge stapelten wir seine Knochen. Seinen Bart für die Bäume, sein Haar für das Gras. Seinen puppelgleichen Schädel öffneten wir für den blauen Himmel über uns, gefüllt mit den Wolken seines Hirns. Eine neue Welt aus den Überresten einer alten. Skål, Brüder! Ich erhebe mein Horn auf euch beide. Bruder Odin, du bist still. Stimmt etwas nicht? Hat unser Werk kein Lob verdient? Nee, das ist wirklich. Wir müssen eine gewisse Höhe erreichen. Das ist auch nicht wirklich. Und tschüss. Okay. Nee. So, nochmal zurücksetzen. Ah, so. Ah, okay, so kann ich drehen. Okay. Passt. Nochmal. Machen wir nochmal so. Passt, wäre es soweit. So. Ist immer noch schief. Warte mal. Gut, dahin. Du kommst hier hin. Okay, danach kommst du. So. Adam. Wir sind sehr wackelig jetzt hier, ne? Nee. Ah.
Fangen wir hiermit an. Kann ich hier nicht irgendwie trinken? Gesundheit. Na warte, da haben wir auch noch den Kleinen hier. Ich glaube, den setzen wir mal lieber als letztes. Oh, oh, oh. Das war jetzt nicht gewollt. Reicht der jetzt zufällig? Nee, ne? Nee, und dann wird der andere auch runterfahren, definitiv. Ah, schön festbleiben. Ja, endlich! Blödes Steinmännchen. Yeah! Wir haben dafür einen Fertigkeitspunkt bekommen. Sehr cool. Oh, dann gehen wir es auch mal direkt aus. Und zwar hatten wir es hier irgendwo, ne? Fertigkeitsfaden. Da ganz hinten muss ich jetzt hin. Okay. Teleportieren wir uns hier hin. Wir kommen zurück, Flabby. So, wir müssen uns mit den Göttern beraten. Und ich möchte die Chance auch noch zugleich nutzen. Hier vorne. Ne, 150. Hatten wir nicht eins hier in der Nähe irgendwie? Ne, anscheinend nicht. Ja, dann ist das, sag ich mal, viel egal. Wir können es. So, treffen wir uns mit unserem Gleichen. Boah, was sind das denn bitte für Stufen? Warum machen die so große Stufen, wenn wir, wenn die Körper von denen so klein sind? Schatz ist, glaube ich, noch ein kleinen Tick weiter weg, oder? So. Was siehst du da oben, Sönen? Da müssen wir hin. Dann machen wir das doch mal eben. Okay. Warum haben sie ihn... Okay. Sieh nur, wie groß dieses schöne Geschöpf ist. Beeindruckend, oder? Klare Augen, starke Beine. Er muss aus einer mächtigen Blutlinie stammen. Ihr Narren! Wenn er so weiter wächst, wird er schon bald den Mond verschlucken können. Ich weiß, was du denkst, Harvey. Doch dieser Wolf ist nicht dein Feind. Die Zeichen Ragnaröks. Sollte es kommen, werden wir alle erkennen. Tyr, du wirfst Knochen in einem Spiel, das du nicht verstehst. Das mag sein.
Doch das Wagnis gehe ich ein. Wenn es mich einen Preis kostet, zahle ich ihn. Im Moment sind es die Jötnar, die uns Ärger machen. Hast du mit dem Baumeister gesprochen? Das habe ich, ja. Ist Freya in der Nähe? Sie bringt Thor bei, wie man Armeen aufbaut. Ein Kampf, den sie beide verlieren. Kommt mit. Ihr müsst alle hören, was ich zu sagen habe. Ja, ich würde dem Vieh auch natürlich sofort vertrauen. Kinder Schokobons und mit einem Hub bin ich in seinem Mund. Na, hallo, Sarenaya. Du hast den Baumeister gesprochen und seine Arbeit gesehen? Das habe ich. Diese Zeichen sind deine Krieger. Schluss mit dieser Zauberei, Weib. Zeig mir nur, wo der Feind ist und ich kümmere mich um ihn. Havi, du siehst besorgt aus. Der Baumeister gab mir eine Kostprobe seiner Magie. Sein Schild streckte Eindringlinge nur durch Berührung nieder. Das käme uns sehr gelegen. Aber dein Gesicht lässt anderes vermuten. Ich fürchte, der Preis ist zu hoch. Was verlangt er denn? Dich. Mich? Hält er uns für Sklavenhändler? Ich hämmere ihm auf den Kopf, bis er sein Hirn ausscheißt. Nun beruhigt euch doch. Lasst uns erst einmal... Denkt diesen Gedanken bloß nicht zu Ende. Was hast du geantwortet? Ich sagte ihm, das wäre allein deine Entscheidung. Du hast nicht einfach abgelehnt? Uh-oh. Es war für das Gemeinwohl. Es war keine verbindliche Antwort. Ich wich seiner Frage aus, um uns Zeit zu verschaffen, bis wir einen besseren Einfall haben. Einen, der ohne den Verkauf eurer Königin auskommt, wie ich hoffe. Ich könnte auf seine Leber einprügeln, bis er ganz umsonst für uns arbeitet. Ziehen wir doch in Betracht. Ich nutze meinen Körper nicht zur Verhandlung. Also das ist mir neu. Autsch. Moment, ich hab's. Das stumpfe Ende meines Hammers in seine Familienplanung. Ihr macht euch viel zu viele Gedanken. Stellt dem Baumeister eine unmögliche Aufgabe. Zum Beispiel eine Frist von, sagen wir, 9 Tagen. Wenn er scheitert, was zweifellos geschehen wird, bleibt Freya frei und wir können seine angefangene Arbeit zu Ende bringen. Er müsste dumm oder verrückt sein, um zuzustimmen. Oder das ist nur ein Trick. Kluge Männer, Herr der Stürme. Der Baumeister hat seinen Stolz. Er wird keiner Herausforderung aus dem Weg gehen. Das gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht. Doch wir müssen handeln. Loki, überbring dem Baumeister dieses Angebot. Dein Wille ist mir Befehl, Runenschreiber. Du spielst nach Regeln, über die du keine Kontrolle hast. Das ist doch bestimmt von Loki angefühlt. Wir sind Aesir. Sie Teil der Vanir. Vorsicht! Haltet Abstand! Der Wolf! Scheiße! Tür! Jage den Wolf, okay. Ich hol ihn mir! Komm her! Mein stolzer Elch. Aus dem Weg! Der Wolf gehört mir! Zurück! Den schnapp ich mir! Genau, rennt auch noch vor meinem Elch. Ich schärfe meine Axt an deinen Zähnen, Tier. Wie groß dieses Biest ist! Da lohnt sich die Jagd! Wert. Kämpft nicht gegen das Biest! Überlasst es mir! Ja, das Vieh auch mal stehen. Bist du der geweissagte Wolf? Bist du mein Untergang? Ist es dein Schicksal, mich zu vernichten? Der verlorene Wolf. Ich bin der Wiedergänger. Ich bin der lebende Geist. Ich kann nicht sterben. Zieh ich ihn gerade nur so wenig ab? Dein Schicksal oder mein Wille? Weg hier. Bist du Maulwurf geworden, oder was? Mehr.
Das ist echt ein Maulwurf. Na komm, wo bist du? Ach da. Okay, gut zu wissen. Schmeiß mich einfach mal durch die Gegend. Da bist du. Sag mal, bewirft er mich jetzt hier so mit Stein oder was? Das stimmt nicht mit dem. Bisschen angepisst, würde ich mal sagen. Wenn ich dein Leben verschone, wirst du dasselbe für mich tun? Ah, ich war zu weit weg, verdammt. Ah, der hüpft zuerst um. Du das. Ah, danke. So. Es war ein harter Kampf, mein Freund. Aber hiermit ist es vorbei. Ich habe dich gewarnt und sieh, wohin es dich führte. Harvey, nein! Loki schon wieder. Halte ein, Harvey! Okay. Geh mir aus dem Weg, Loki! Du hast geschworen, nie mein Blut zu vergießen. Tritt zur Seite, dann muss ich es nicht tun! Das ist mein Blut! Was? Er ist mein Sohn! Oh! Bastard! Hat er einen Hund gevögelt? Du magst diesen Wolf. Du wirst sein Wächter sein. Bring ihn nach Lyngvi, binde ihn fest. Er darf die Insel nicht verlassen. Ich spreche mit dem Zwerg Ivaldi. Möge er eine dauerhaftere Lösung finden. Deswegen wollte Loki auch dorthin, weil er wusste, dass sein Sohn dort versteckt war. Loki, der Tag der Abrechnung kommt. Oh, daran besteht kein Zweifel. Okay. Wie ist das überhaupt möglich? Der Himmel verdunkelt sich wie ein schlechtes Omen. Meine unmögliche Aufgabe wird immer dringender. Und erneut ein Level Up.
So, wir verteilen mal eben ganz schnell nochmal die zwei Punkte hier. Einmal natürlich Fernkampfwiderstand, ist für mich ja doch schon von Relevanz. Und dann nehmen wir nochmal die Gesundheit mit dazu. So, meine Lieben, das war's auch mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaltet auch in der nächsten Folge wieder mit ein. Macht's gut!